Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Zurück hier im Fischmaul, dem fünften Dungeon. Im letzten Part haben wir, ja, mit unserem Skelettfreund eine Menge Spaß gehabt und haben demnach insgesamt 4 Kämpfen, das Dungeon-Item abgenommen, und zwar den Enterhaken. Und den brauchen wir jetzt auch, um den Rest des Dungeons möglichst, ja, erfolgreich zu meistern. Insofern, schauen wir mal, was wir hier jetzt noch erreichen können. Fakt ist, wir brauchen auf jeden Fall noch den Master-Schlüssel für den Boss. Und ja, mal gucken, was wir hier noch so finden werden. Ich glaube zum Beispiel, hier waren wir auch noch nicht weiter, weil wir hier auch noch den Enterhaken brauchen. Unter anderem hier in diesem Raum, der so ein bisschen an den vierten Dungeon erinnert. Mit den ganzen Spinnchen hier. So, hier kann man tatsächlich abtauchen. Und so dürfen wir also jetzt hier gegen Bloopa kämpfen. Die nächsten Gegner aus dem Mario-Universum. Unfassbar. Ist auf jeden Fall hier ein sehr, sehr einzigartiges Zelda. In all seinen Facetten hier. Ja. Einfach nur schön. Und hier müssen wir auf jeden Fall auch was Wichtiges haben. Irgendeine Art Schlüssel auf jeden Fall. Dem Geräusch zufolge. Und zwar bekommen wir ja tatsächlich den Masterschlüssel. Jetzt kannst du die Tür zur Bosskammer mal wieder öffnen. Sehr cool. Gut. Das ist schon mal ein Etappenziel, was wir hier erreichen müssen. Und das haben wir jetzt auch erreicht. Jetzt können wir mal schauen. Da dürften auf jeden Fall noch so ein, zwei Kisten fehlen. Schauen wir mal ganz kurz hier oben. Ah, okay, das ist nur ein anderer Weg zu den Räumlichkeiten, in denen wir schon waren. Ich bin übrigens auch gerade ein bisschen unvorsichtig hier. Aber gut. Sei es drum. So, schauen wir nochmal hier oben. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Kiste, die wir sonst vorher noch nicht erreichen konnten. Erstmal hier ein bisschen für Ruhe sorgen. Und dann mal schauen, was wir hier so haben. Okay, ein bisschen Geld. Ein paar Rubine sind nicht schlecht. Und ich glaube, hier muss dann wohl ein Schlüssel sein. Und genau so ist es auch. Und damit dürften wir eigentlich auch schon so ziemlich alles haben, was uns noch fehlt. Für den Boss. So, erstmal schauen. Hier oben haben wir noch eine weitere Kiste. Unglaublich. Und zwar dieses Mal nochmal 50 Rubine. Also hier im Dungeon gibt es auf jeden Fall mal ordentlich Rubine zum Sammeln. Gut. Dann würde ich mal sagen, können wir uns eventuell mit der Ocarina wieder mal zum Beginn des Dungeons transferieren lassen. Denn ja, von hier aus können wir dann den Teleporter benutzen, der uns dann wiederum zum Raum mit den Gomas führt. Zum Zwischenbossraum. So. Das heißt, wir haben also hier, wenn man so möchte, zwei Abkürzungen genommen, die wir auch nehmen müssen, um hier möglichst fix zum Boss zu kommen, weil ich glaube, das hier ist der Weg, der uns auch genau dahin führt. So, hier können wir uns hochziehen. So, und hier brauchen wir auch den Schlüssel, den wir eben noch gefunden haben. Und hier ist dann tatsächlich schon der Bossraum. Sehr cool. Wir dürfen gespannt sein, was uns dort erwarten wird. Du willst also den Windfisch wecken? Buzz, ich werde dich fressen. Buzz. Das war eine Drohung. Wow. Schleimaal.
Der fünfte Bosskampf, meine Lieben. Und wir müssen auf jeden Fall auf seinen Schwanz aufpassen, möglichst hier außen lang. Und wir brauchen auch den Enterhaken, um ihn an uns ranzuziehen, wenn er sein Maul öffnet. Dafür muss er jedoch erstmal möglichst in einem der beiden Löcher auf unserer Seite hier kommen. Jetzt zum Beispiel. Genau so. Und dann möglichst draufhauen. So, das waren schon mal 5 Treffer. Das ist schon mal sehr ordentlich auf jeden Fall. Ah, verdammt, okay. Da seht ihr, wenn man nicht ganz außen ist, kann man sich hier mal sehr leicht treffen lassen. Oh, das war wieder nichts. Ah, das war eigentlich ein Treffer, aber wir wurden kurz vorher selber getroffen. Sehr bitter. Aber gut, hier kann eigentlich nicht allzu viel schief gehen. Es ist hier nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn wieder, ja, vor der Linse bekommen. So, jetzt zum Beispiel. Aber nix da. So, jetzt. Nichts wie drauf. Und das war's. Du weißt wohl nicht, wo du dich befindest. Du naives Kerlchen, diese Insel ist dein Verhängnis. Okay. Ich hoffe, der blufft nur. Aber wir werden es rausfinden. Erstmal hier der nächste Herzcontainer. Also insgesamt Herzchen Nummer 13. Inklusive das fünfte Instrument. Du hast die Windmarimba erhalten. Schrein. Inselgeheimnis im Schrein. Ja, und damit, mit diesem Hinweis, werden wir hier allein gelassen. Und ich würde sagen, dass wir hier für den Rest des Parts auf jeden Fall noch die Tauschquest so ziemlich abschließen können. Dafür erstmal jetzt zurück zum Zoodorf. Denn jetzt mit dem Enterhaken können wir hier auch ein weiteres Herzteil holen, was uns vorher, ja, verwehrt blieb. In der Höhle waren wir schon mal vor einigen Parts mal ganz kurz drin. Meine ich zumindest. So, insofern nichts wie hoch hier. Gut. Genau diese Höhle hier, die meine ich. Denn ich denke, hier haben wir noch was ganz Schönes zu finden. So, erstmal jetzt hier ein bisschen Contenance geben. Und dann ist hier, glaube ich, eindeutig, dass wir eine Bombe platzieren sollten. Und hier mal schauen können, was dann hier noch so abgeht, nicht wahr? Ah, da sehen wir schon mal auf jeden Fall ein Herzteil und das wollen wir sehr gerne haben. Dafür können wir hier mal diese brüchige Steinsgewölbe da zum Platzen bringen. So. Und dann... Oh nö! Ich bin doch gejumpt und trotzdem anscheinend nicht doll genug. Ich weiß es nicht. So, jetzt können wir uns jedenfalls mit dem Enterhaken auf die andere Seite befördern. Und das wiederum heißt, wir können hier uns das Herzteil grabben. Sehr cool. So. Okay, dann würde ich mal sagen, können wir jetzt hier uns mal ein bisschen raus teleportieren. Ein paar Sekunden sparen. Also zurück zum Zoodorfer Warpunkt und dann können wir auch noch, wie gesagt, die Tauschquest ja zu Ende bringen. Und zwar indem wir jetzt hier die Nixon-Statue aufsuchen.
Denn wir haben ja auch von der Wassernixe ein Schüppchen bekommen. Ja, das war ein sehr intimer Moment auf jeden Fall. So, auch hier Enterhaken ausgerüstet und dann... Wow! Ja, das war ein Elektroschock. Das war ein Elektroschock, der sich gewaschen hat. Aber gut. Du hast die fehlende Schuppe in die Nixenstatue gesteckt. Und das beschert uns einen Geheimgang. Und Geheimgänge mag ich auf jeden Fall. Oh, hier aufpassen. Hier haben wir unsichtbare Gegner, wie es aussieht. Und... die magische Lupe erhalten. Jetzt kannst du Dinge sehen, die vorher unsichtbar waren. Ja, wie nice ist das denn, liebe Freunde? Ist übrigens ein Item, was wir nicht ausrüsten müssen. Haben wir schon automatisch ausgerüstet. Und hier sehen wir auch eine ganze Reihe unsichtbarer Gegner. Auf jeden Fall definitiv notwendig. Auch jetzt vor allen Dingen für die weitere Tauschquest, wenn man so möchte. Denn wir können auch einen Gegenstand quasi ja ertauschen. Aber dafür bräuchten wir eventuell nochmal einen Hinweis. Denn es gab auch ein Haus im Zoodorf, wo man auch schon so erkennen konnte, ist da jemand oder auch nicht? Erstmal haben wir hier Oma Yaya. Ja, der neue Besenkett, gut. Wow. Okay, die hat's wohl nach von Möwendorf hier ins Zoodorf verschlagen. Aber gut. Wir haben hier tatsächlich einen Zora. Hey, siehst du mich etwa? Du musst eine Lupe haben. Ich will keinen Ärger machen, ich will nur meine Ruhe haben. Und dafür bekommen wir eine Zaubermuschel. Dafür müssen wir aber auch schweigen, aber gut, das kriegen wir hin. Versprochen ist versprochen, klar? Hey, du solltest zur Höhle am Toronga-Strand gehen, die hilft dir dann, dort noch jemanden zu finden. Okay. Das ist mal ein Hinweis. Ja, dann würde ich mal sagen, auf zum Toronga-Strand, oder? So. Ah, da würde ich beinahe schon sagen, von der Orunga-Steppe aus dürfte das am schnellsten zu erreichen sein. Natürlich schon ein bisschen doof, dass wir jetzt keinen direkten Teleporter zum Toronga-Strand haben, aber gut. Ist ja jetzt auch kein allzu weiter Weg, nicht wahr? Und ganz ehrlich, mal durch Möwendorf wieder spazieren. Ist doch immer wieder schön, oder? Macht auf jeden Fall immer wieder Laune. Nicht wahr, lieber Komet? Der freut sich auch, uns zu sehen. So. Dann mal auf in Richtung Strand. Hier, wo wir ja auch mit Maren diese tolle Unterhaltung hatten. Sie will irgendwann mal die Insel verlassen, möchte singen. Wobei die Insel ja das einzige sein soll im weiten Ozean. Sehr komisch. Aber gut, wir haben noch einige Fragen hier zu klären. Und ich glaube, diese brüchige Wand ist gemeint. Hier dürften wir mal eine Bombe setzen. So, und dann würde ich mal sagen, rüsten wir mal etwas aus, denn wir müssen hier einen Gegenstand tauschen, wenn wir denn diesen Gegenstand von diesem bärtigen Freund hier haben wollen. Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf X oder Y gelegt hast. Okay, drücke zum Tauschen X oder Y. Wenn du nichts tauschen möchtest, drücke B. Wir nehmen mal hier die Schaufel. Gut gebongt. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du das Item zurückhaben willst. Sehr gut. Und zwar bekommen wir hier den Boomerang. Auch eine nice Sache auf jeden Fall. Denn damit können wir unter anderem einige Gegner besiegen. Oder auch zumindest ja so ein bisschen kampfunfähig machen. Also auf jeden Fall schon... ganz cool auf jeden Fall. Und trotzdem werden wir eventuell die Schaufel wieder brauchen. Aber gut, wir können das zurücktauschen, insofern kein großes Problem.
Und dann würde ich auch mal sagen, soll es das auch gewesen sein hier für diesen Part. Aber nicht verzagen, denn beim nächsten Mal geht es hier auch schon weiter. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Und bis dahin, meine Lieben, macht es gut und ciao.